Hey und willkommen zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meinem Stadthaus. Ich bin Daniel von SimFancy und heute geht es nicht nur mit dem Bauen weiter, ja, hier sind wir, sondern auch mit einem weiteren Community-Projekt. Ihr habt ja schon den Keller eingerichtet, nein, kein weiteres Zimmer, sondern die Sims. Ich habe mir gedacht, ja, wir stellen die Sims nicht mal in dem Livestream, sondern ihr erstellt coole WG-Bewohner. Das Ganze heißt Hashtag Stadthaus WG. Und mit diesem Hashtag könnt ihr jetzt beliebig Sims hochladen in die Galerie. Am besten, ihr ladet immer nur einen Sim hoch, also ne, ein Haushalt, ein Sim und nicht mehrere in einem Haushalt. Dann kann sich jeder nämlich die WG-Bewohner hier zusammenstückeln, wie er will. Wir haben hier Zimmer, ja, ich zeige sie nochmal ganz kurz, soweit die fertig sind. Hier dieses Zimmer, ja, dann haben wir hier noch nicht fertig, ein Sportler. Hier ein Künstler oder Künstlerin, könnt ihr euch aussuchen, alles natürlich auch. Und wir haben hier noch unser YouTuber-Beauty-Püppchen, nenne ich es hier mal. Das haben wir letztes Mal eingerichtet, auch tolle Kommentare, kommen wir gleich dazu, was ihr da noch für Ideen habt. Und hier unser Nerdy gibt es auch noch. Hier unseren Zocker, Bastler, ja, Gammler, wie auch immer hier. So haben wir das, so habe ich mir das vorgestellt. Und ja, da gucken wir mal rein, was ihr da daraus macht. Wie gesagt, einfach ein Zimmer stellen, in die Galerie hochladen, in den Beschreibungstext bitte den Hashtag StadthausWG reinschreiben. Alle Infos auch nochmal in der Videobeschreibung. So sieht das bisher aus. Letztes Mal haben wir auch das Logo gemacht, ja, in Blau. Ich lasse das auch so, ich finde es witzig. Und mit freier Dusche, ja, ja, voll Luxus. Und hier sind wir letztes Mal auch stehen geblieben bei dem YouTuber-Zimmer. Beauty, Beauty Girl, Prinzessin, totaler Kontrast hier zum Gammler. Den wollte ich ja damit erreichen. Und wir brauchen noch eine Lichterkette, das habt ihr natürlich hier. Ich glaube, bei Kindern finde ich die recht flott. Da sind die drin hier, finde ich voll schön. Die könnte man noch reinmachen. Natürlich baby.moveobjects. Tolle Idee, haben mehrere geschrieben, mehrere geliked. Machen wir es so, oder? Über dem Bett würde das gut aussehen, ne? Ja, machen wir das mal so. Ich weiß nicht, das Bild ist so ein bisschen auch im Bett so ein bisschen schwierig, ne? Aber da oben das noch hinzuhängen, das wäre ein bisschen too much. Too much hier, ja. Da haben wir ein bisschen ein problematisches Problemchen hier. Hier wird es auch gut passen bei dem Schwarzen. Das ist schon ein bisschen krass, ne? Ja, aber das Schwarze geht auch nicht. Ah, ich hätte sogar das Bild hier noch gehabt. Beide am besten. Aber ich muss schon sagen, das gefällt mir hier auf jeden Fall besser als das Schwarze. Noch ein bisschen tiefer auch, oder? So, ja. Und das Schwarze, ich hätte so gerne noch ein bisschen das Schwarze. Wir haben hier so viel Schwarz auch. Und ein bisschen da noch ein bisschen überschwappen lassen, wäre ganz cool. Ja, bringt nichts. Hilft nichts, bringt nichts. Ist zu groß. Auch wenn man es kleiner macht. Ich weiß nicht, ob das noch... Zweimal kleiner. Ja, hier so ein Mini-Kunstwerk noch in die Ecke hier. Wow. Ja, das kann man auch. Das geht noch, das geht noch. Das ist was Feines hier oben. Ja, aber die Lichterketten sind mir auch sympathischer, muss ich schon sagen auch. Ja, kaschiert man auch so ein bisschen die Wand. Und ich glaube, die gibt es sogar auch ein bisschen mit Pinky. Pinky oder Lila. Ja, das Rötliche passt sogar fast besser. Ja, so ein bisschen Pink eigentlich in der... Der Auswahl hier eher rötlich-pink und ja, aber finde ich gut, mal ist so. Ja, das sind noch ein paar ältere drauf, nicht nur Kids, das passt schon. Das passt schon, Fanpost oder irgendwie sowas, ne? Fantreffen, Fotos, keine Ahnung. Habe ich ja auch so eine Wand, das ist so cool. Ja, ist immer wieder komisch, muss ich sagen, Autogrammkarten zu schreiben, auch nach so vielen Jahren. Das ist immer noch jedes Mal, denke ich mir so, what? Schreibt mir jemand, will eine Autogrammkarte. Ich mache mal jetzt weiter. So krass. Mit dem Bad oben. Und auch das wird ähnlich vom Stil, habe ich mir gedenkt. Gelangt. Ja, wir machen hier mal auch die Lampe dann entsprechend grün-türkisig. Und hier dann blau. Ich finde das so cool mit dem Blau. Weil das Bad ist halt irgendwie, ne? So altbacken dann eher. Ich würde mal was probieren. Vielleicht nehmen wir auch die Poolfliesen. Das ist schon ein bisschen zu heftig. Man muss es ja auch noch angucken können, oder? Es ist schon schwierig. Fast schon wieder zu hübsch, aber so ein alter Stuck da, das könnte auch noch was gewesen sein von... Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Wir müssen hier auch noch gucken, dass wir das natürlich hier fließen. Auch da würde ich sagen, wir fließen das hier ausnahmsweise, auch wenn wir gesagt haben, Außenwände. Da haben wir ja schon unsere Dusche auch eingeplant, aber ich mache doch erstmal den Boden noch. Dass wir den hier integrieren.
Dann machen wir das nicht ganz so schlimm wie das unten. Da wollen immer alle ins obere Bad. So mittelschäbig machen wir das hier, oder? Ja, man soll schon erkennen, dass es ein älteres Bad ist. So, da. Duschen. Also ich würde jetzt ungern wieder so eine nehmen. Das ist mir dann noch ein bisschen zu wenig. Und da duscht man auch ewig in diesen billigen Dingern. Hier Hygiene 3, das ist echt wenig. Ich fände so eine, glaube ich, ganz cool. Ja, mit so einem Duschvorhang, die dann auch in der Nische da schön rein passt hier so, dass das nach außen ist hier. Ja, ich denke, das ist okay, oder? Das ist so eine Standarddusche an die Uni auch, nicht so teuer, nicht so wenig. Hygiene 5 ist okay, Hygiene 6, 7 geht's da hoch, 7, 8, okay. Ja, so mittelpreisig, mittelgut. Finde ich ist okay. Dann machen wir hier. Was machen wir hier? Nehmen wir da auch dann wieder lieber die grünlichere, oder? Türkisigere. Hellblau. Wie auch immer. Das passt schon. Jetzt wird's knapp mit dem Platz. Wir müssen noch ein Klo und Waschbecken rein in diesen Schlauchraum. Ja, voll der Schlauchraum. Was machen wir denn da? Könnte man entweder so alte Waschtische reinstellen. Ja, die Theke wird zu viel. Da haben wir keinen Platz für eine Theke. Das wird zu eng. Die ist ein bisschen zu schäbig, so ein bisschen. Vielleicht die hier. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das sind so Holzwaschbecken. Also so Holzgestell unten drunter. Bisschen metallic. Und dann so ein bisschen schnörkelig, wie auch diese Tapete da ist, ne? Das ist noch dieses alte Bad, das haben sie noch nicht renoviert. Schon 100 Jahre alt. Irgendwie sowas, ne? Das könnte schon ganz gut wirken. Wenn man da vielleicht... Gerade vielleicht auch so ein bisschen was Gelblicheres, oder? Ja, ich fand das erste auch schon gar nicht so schlecht, das Weiße einfach. Aber ich finde das Gelbliche auch gar nicht mal so verkehrt. Ja, probieren wir das mal so. Zweierwaschbecken brauchen wir schon. Ich würde, glaube ich, auch die Waschbecken dann eher zur Tür hinstellen, aber nicht so ganz vor die Tür. Und hier dann noch das Klo reinsetzen. Das ist natürlich auch die Frage. Ne? Mit Spülkasten, das ist aus Vampire. Da gibt es nämlich auch so eins mit so ein bisschen Schnörkelblau-Krams, Türkis dran. Ja, das finde ich gut. Das ist ein richtig schönes Stadthaus. Altes Dingenszeugs hier. Ja, ich find's witzig. Ich find's cool. Man hat so selten sowas irgendwie. Das ist irgendwie nice. Das ist irgendwie cool. Erfrischend, abwechslungsreich, auch mal andere Sachen zu verwenden, die man sonst vielleicht nicht nimmt. Ja, jetzt in Spiegel werden die auch nicht wirklich viel investiert haben. Dann nehme ich die mal und pack die mal ein bisschen hoch mit dem Move Objects Cheat, damit die Waschbecken da nicht drin hängen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, Tipps und Hilfen Blades angucken. Gibt's den Link fast ganz unten in der Videobeschreibung, falls ihr das mögt. So, jetzt nehmen wir diese komischen, ja, aber die bläulichen, oder? Ja, oh, die sind schrecklich, diese Handtuchhalter da. Ja, wir haben keinen Platz mehr, oh no. Hier über die Dusche kannst du die auch nicht packen, hier. Und da schlägst du dir den Kopf an und da ist das Klo. Über das Klo? Bisschen blöd. Wenn man die da reinsetzt vielleicht, so unten als Randregal, da kann man gleich noch was draufstellen. Da finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht kann man die auch nochmal hier machen. Wir integraten das hier. Ja, das sind ja viele Sims, die brauchen schon ihre Ablagen da auch. Was ist das blöd mit der Wand hier auch mit der Treppe, ne? Machen wir es so weiter. Ja, das kann man schon so machen. Machen wir das so, oder? Let's do this hier. Mal das so. Das ist unsere Ablage dazwischen hier noch. Ja, das passt schon. Das ist cool, oder? Wenn wir das weiß. Sieht schon neutraler aus, ne? So ein bisschen auch. Ich finde es aber irgendwie nice, dass das so ein bisschen dann, ne, so retro-mäßig aussieht. Oh ja, die Körbchen brauchen wir auf jeden Fall. Ah, das sieht man jetzt auch, wie hoch man das machen darf wieder. Ne, dann machen wir das doch noch ein bisschen runter. Hier geht nicht weiter runter hier. Oh no. Da müssen wir nochmal gucken mit dem roten Regal.
Ich hoffe, ich habe drin. Machen wir das mal hier mit den Seifen. Seifen, dann machen wir das mal ein bisschen höher. Ja, wenn es hier auf der Kante ist von dieser Tapeten-Dingens da, dann passt das ganz gut. Globisch hier, ne? Globisch. Das Klo können wir auch noch ein bisschen weiter nach rechts packen. Ja, voll in die Lüftung hier. Uiuiui. Ja, das geht noch, aber gerade so, sonst ist das Klopapier so weit weg und ich würde hier gerne noch was reinstellen. Wobei das auch dieser Pömpel-Ömpel-Dinger da. Ja, so ein schönes Regal ist natürlich auch perfekt. Wenn man das da irgendwie noch reinkriegt, das könnte man zur Not auch verkleinern, finde ich ganz süß. So ein bisschen selbst gebastelt, drüber geklebt. Ja, das machen wir so. Das hat voll den Charme mit diesem kleinen Handtuch und dann hier so ein bisschen was noch. Ich nehme wieder auch dann etwas. Ja, da passt halt auch nichts, ne? Ja, ich nehme gleich schon das helle, ja. Nehmen wir das mal so. Dann hier trotzdem nochmal so Handtüchchen, oder? So einfache Ringe. Finde ich gut. Machen wir so. Und so ein bisschen vollgestellt. Es ist eng in diesem Bad. Ja, das ist wirklich eng in diesem Bad. Das soll es auch sein, finde ich. Damit man da noch mehr so diesen WG-Charakter auch sieht. Jeder bringt irgendwie was mit und ich will auch nicht so richtig, ne? Das ist dann halt alles sehr verspielt. Wir können an diese Wand können wir auch noch sowas hinmachen. Das kann so eine kleine Putzkammer hier auch noch sein, in Anführungszeichen. Und da natürlich dann auch noch so ein Handtuchhalter. Da will ich dann auch mal sagen, wenn wir da nochmal... Ja, das ist wieder so ein bisschen schwierig. Ich finde diese Handtücher ganz cool. Die sind auch so ein bisschen schäbig. Diese Handtuchhalter. Duschtuchhalter, wie auch immer. Kann man da mehrere? Geht auch, ne? Ja, finde ich so ganz gut. Ja, cool. Doch, das wird so ein richtig kuscheliges Bad hier. Oh, das Grün beißt aber schon sehr. Schwarz nicht unbedingt. Dieses Gelb ist voll ekelhaft. Ja, das ist Holz. Gut, haben wir auch bei der Tür oder das helle Holz. Komm, dann nehmen wir einfach das helle Holz. Was haben wir da beim... Ja, ganz stark hier. Dann machen wir da vielleicht auch noch das helle Holz. Was gibt's denn da noch? Das hier wahrscheinlich dann. Naja, machen wir das. Das ist wenigstens halbwegs angepasst. Und... Was brauchen wir noch? Wäschekorb wird schwierig. Können wir hier nochmal so Dusch... Dinger dahin machen, so ein bisschen so ein Duschregal-mäßig irgendwas, so ein bisschen, das wäre... Komm, das machen wir kleiner, das können auch kleine Döschen sein oder so. Kleine Fläschchen, da kann man das so rausgreifen. Mein Fach ist oben. Nee, meins ist oben, Mama. Ja, geil, so ein Gelb da, so ekliges. Ja, schade, dass die Fläschchen sich nicht verändern hier. Oh, da gibt es auch so ein bläuliches. Das wäre nämlich... Oh doch, die verändern sich da. Ja, guck mal an. Dann nehmen wir nämlich da andersfarbige. Das obere ist schon ausgeblichen. Das untere haben sie später gekauft. Das ist ja nicht so ausgebleicht. Ja, ist okay. Also ein bisschen viel, ne? Es sind ja viele Leute auch. Die müssen ja alle ihr Krams da... Stellen ja alle ihr Krams ab. Ihr Krams. Krimskrams, ja, das passt jetzt alles nicht mehr so sehr da rein. Da muss man schon aufpassen jetzt auch. Ich mache trotzdem noch diesen Putzeimer. Steht da natürlich auch offen rum. Sehr geil. Ja, den Platz braucht man hier aber auch zum Gehen. So ist es doch ganz nice. Ja, und den Rest bringen die selber mit. Die haben ja hier, ich habe ja schon so ein bisschen eingeplant, dass die alle ihre Badkörbchen da irgendwo haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich das reingestellt habe. Wahrscheinlich gibt es gar nicht. Und ich denke es nur. Ich dachte, ich hätte den irgendwie so Badkörbchen reingestellt. Dass die ihre Badkörbchen da haben. Dass die wie so beim Campingplatz, dass die das so mitnehmen können oder so. Na ja, gut, müssen wir nochmal gucken hier. Fail. So. Finde ich ganz geil. Machen wir es so, oder? Reicht auch. Mehr braucht man nicht. Teppich vielleicht noch. Oh ja, da gibt es diesen komischen blauen Teppich da aus dem Base-Game, der... diesen schäbigen Teppich. Ja, ich würde eher da für die Dusche dahin machen und natürlich ein bisschen schräger auch. Hat man warme Füßchen, wenn man ein paar Stunden hier auf dem Klo verbringt.
Soll es eine Option geben? Anklicken, ewig kacken und lesen. So. Die Dusche ist ein bisschen düster, aber finde ich gar nicht mal so schlimm. Eine Lampe muss da reichen. Einmal ein bisschen noch rüber, das geht die dann ein bisschen da rein. Aber so ist doch ganz cool. Oder so stelle ich mir so ein Stadthaus-Bad vor. Jetzt gucken wir, ob ich das rote Regal drin habe. Ich glaube, ja. Ich glaube nicht, wollte ich sagen. Aber doch, ich habe drin. Okay, für alle, die es nicht wissen, ich habe auch mal ein Tutorial-Video gemacht. Da findet ihr auch alle Infos dazu. Erkläre ich jetzt nicht nochmal von vorne bis hinten. Aber damit kann man die Objekte hier freier platzieren. Jetzt bin ich gerade am gucken, ob ich das hier nicht irgendwie das ein bisschen so machen. Geh mal weg. So, und das so ein bisschen hier auf das Waschbecken und die auch ein bisschen, dass das hier klappt. So. Ah, passt das? Passt hier. Das ist wieder hier. Da kann man die auf die Höhe packen und dann kann man das Regal wieder entfernen. Das Regal ist natürlich CC. Aber das entfernt man ja wieder. Man nimmt es nur als Hilfe quasi, um das hier in der Höhe anzupassen. Sollen wir nochmal irgendwas Dekomäßiges da drauf stellen? Wir haben nur ein bisschen Platz. Ein kleines Pflänzchen wäre noch schön, oder? Ja, nochmal so eins. Das ist so toll. Mit dem komischen Blau da auch wieder. Nehmen wir das. Check. Nicht so. Ist zu nah noch dran. Wir machen das mal. Machen das erstmal so. Dann kommt das hier weg. Und die sind ja schon auf der Höhe dann. Dann kommt das hier hin. Und das nehmen wir das hier. Die Seife da. Die muss näher, ne? So. Gibt es, glaube ich, bei diesen Dingern da auch so komische Farben. Dann nehmen wir da gleich mal ein bisschen was Bunteres da. Komm. Kerbchen. Machen wir das so. Sehr gut. Ein kleines Pflänzchen. Immerhin. Ja, da haben wir auch noch gerade so eine reingedrückt. Hier ist ein bisschen Kaktus-Style, ne? Mit Absicht. Und da draußen haben wir ja diesen vertrockneten Baum, für den sich keiner verantwortlich fühlt. In diesen unsagbar komisch farbenen Flur, aber ich find's cool. So, Stockwerk hier mal durch. Next one. Sportler, oder? Machen wir Sportler? Oben haben wir auch noch ein kleines Bad. Sportler. Oh, das wird wieder knappig, du. Also wir brauchen hier, was haben wir denn? Gibt's da nicht so ein Fußballteppich oder irgendwas in die Richtung? Ich hab da irgendwas in Erinnerung. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist so ein bisschen wieder schwierig. Mittlerweile da den Überblick zu behalten, wo auch verschiedene Muster da irgendwie manchmal drunter sind. Da kriegst du manchmal schon so ein andere Formen sogar. So ein Hass, dass die das nicht so durchgängig machen. Gab's nicht so ein Fußballteppich? Sonst nehmen wir irgendwie so etwas Erfrischendes. Sowas vielleicht. Ja, so ein bisschen, dass wir dieses Orange-Thema da noch mit unterstützen, damit wir da noch mehr Kontraste drin haben. In unserer sehr klischeehaften WG, ne? Wie ihr unlängst feststellen konntet. Ja, ist das der hier? Da gibt es diese Blätter und so. Das finde ich auch voll toll. Das sieht aus wie so ein Spielteppich, ne? Wo die dann so Autos rumfahren lassen können und so. Nee, ist auch egal. Mir gefällt jetzt nämlich den wir haben. Und ich möchte nicht zu viel Teppich. Das soll eher so eine Matte auch sein, wo man auch mal Liegestützen machen kann. Weniger so ein schöner Teppich, sondern mehr so ein Nutzteppich auch. Wisst ihr, wie ich meine? Weißt du? Wir müssen hier auf jeden Fall das Bett noch umnehmen. Wir machen das Kopfende oder das Fußende und das Ding hier, das passt noch unter das Fenster gut. Weil dann kann ich da nochmal ein Regal reinstellen. Das ist immer ganz schön. Wenn man hier, entweder basteln wir jetzt selber eins. Ich guck mal, ob ich eins finde, was da gut reinpasst. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche hohen Regale. Vielleicht sowas. Das gefällt mir jetzt nicht so vom Stil. Das ist so ein bisschen kindlich, ne?
den bunten Dingern da. Das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, das sehe ich hier irgendwie jetzt nicht so sehr. Ist auch unten blockiert. Ich glaube, wir müssen selber eins basteln. So eins wäre vielleicht noch cool. Ja, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen besser. Guck mal, gibt es sogar mit Orange hier. Voll der Stylo-Sportler. Voll der Bett vor die Dinge hier gestellt. Eieiei, was machst du denn wieder? oder man nimmt sowas rein. Es sieht aus wie so ein Locker. Also, wie heißt das? Schließfach, ne? Schließfachschrank. Das finde ich ganz cool. Den müssen wir auch nicht ganz an die Wand packen. In das Bett noch ein Stück zurück und dann den. Hier so rein. Das passt schon. Kriegen wir dich noch ein bisschen da an die Wand? Ja, das ist wieder hier Millimeterarbeit. Dass das hier nicht rausguckt. Da müsste man schon so, dass das hier... Ja, das geht. Hier, da geht noch was hier ein bisschen. Das ist schon eng. Das ist schon eng, das stimmt. Haben wir die noch in einer anderen Farbe? Den gibt es sogar in Orange. Wow, wie cool. Schön. Ja, das finde ich jetzt gut. Komm, wir knallen da Orange rein. Finde ich geil. Finde ich wirklich geil, ehrlich. Haben wir auch sehr selten. Orange is the new black. Wir machen Orange und Schwarz. Wenn da Schwarz-Weiß, Orange. Finde ich cool. Habe ich auch so, glaube ich, noch nie dann eingerichtet. Was haben wir denn noch an orangigen Tapeten? Ich weiß, ich übertreib's. Bläulich, so was hier. Viel gibt's da gar nicht. Ah ja. Dann braucht man auch eigentlich nicht, ne? Ist wieder so wohnheimschick. Das könnte noch gut passen. Das finde ich noch ganz geil. Vielleicht könnte man das hier so ein bisschen reinpacken in diese Nische. Was das hier nochmal ist, weil da haben wir ja eh diese dunkle Wand. Wer das dann da auch noch machen, weil es ist ja schon sehr weiß auch. Dann geht's, oder? Ja, wir machen das so. Finde ich gut. Ja, machen wir nicht lang rum. Ist nicht einfarbig, ist nicht langweilig, finde ich toll. Box sagt, ja, da gab es auch Kommentare, man muss die gar nicht so ganz an den Rand stellen, ist klar. Aber wenn die den boxen, dann federt der natürlich so zurück. Und da ist schon besser, wenn man das, ja. So, Fußball. Kommt da oben drauf oder kommt der Pokal oben drauf? Ich würde mal sagen, der Fußball kommt oben drauf. Ich glaube, ich hole mir sogar nochmal einen zweiten, damit das nochmal hier unterstützt wird. Hier brauchen wir noch ein Nachttischschränkchen. Dann würde ich die Trophäen auf jeden Fall dann übers Bett machen. Oder wir machen die als Fensterbank. Oberflächen. Oberflächen. Jetzt haben wir orangige Oberflächen. Oh mein Gott. That's not so good here, no. Ja, ich rede mit Absicht komisch Englisch. So, dazwischen, also das wäre natürlich auch top. Wir haben ja eine, wenn man vielleicht hier eins hin. Ich muss der Pokal in die Mitte, ne? So ein bisschen dann rechts und links schwerer. Kann man das noch ein bisschen größer machen oder geht das nicht so? Das geht noch gut. Ja, sehr gut. Das hängt da auch noch so ein bisschen in diesem Pokal drin. Können wir ganz leicht noch schräg machen. Ganz leichte Schräge, genau. Dann haben wir da eine Foto, das ein bisschen größer ist. Das ist gut. Das ist sehr gut. Können wir den Fußball in den Pokal rein? Das wäre irgendwie witzig. Ich will ja immer was Witziges hier machen, ja. Der geht sogar, du, der geht sogar. Jetzt hüpft er da wieder aufs Regal, ja. Ja, da müsste ein bisschen höher noch sein. Ja, gut, so gut sieht es auch nicht aus jetzt, ne? Wir lassen den, glaube ich, lieber auf dem Boden. Ja, hier muss, da gibt es dieses Base-Game-Objekt sogar. Deko. Statuen. Mit diesem Baseballschläger, mit diesem Ball. Da sind auch, glaube ich, drei Bälle dabei. Ich glaube, ein Basketball, ein Volleyball und sogar ein Fuß. Nee, eine Bowlingkugel. Ja, das Objekt muss rein. Aber wo ist das denn jetzt wieder hier? Das ist ja wieder. Hier irgendwo sowas da, ne? Wir schon mal so ein Baseball. Ist das zum Freischalten? Oh, wo ist dieses Objekt wieder? Habe ich schon überscrollt?
Sagt lieber nicht. So. Das müsste doch hier drin sein bei diesem Krams. Wir nehmen noch ein paar Schulbücher. Wie gesagt, die brauchen nicht alle einen Schreibtisch. Die lernen dann unten auf den Theken. Heimwerker-Set. Oh, das ist auch toll. Das finde ich voll cool, weil das kann man immer noch irgendwie mal... Das finde ich so ein bisschen hier. Das passt zum Nerd-Bastler. Das ist so, das ist was Schönes. Finde ich. Kleines, Feines. Ja, also da ist es nicht drin, dann ist es vielleicht hier. Boah, immer dieses Suchspiel. Ich fühle mich ja hier schon wieder ja ganz komisch. Suchen, da ist es doch. Ein Haufen Sportausrüstung. Kann ich mir nicht merken. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr passend. Ja, das packen wir dahin. Ergänzen es etwas mit dem Fußball. Sogar noch so ein Schuh dabei, finde ich ganz cool. Er muss schon so nach hinten, ne? Das mal so. Jetzt gucken wir mal, welche Farbe. Da gibt es Basketball und Volleyball. Ich würde mal sagen, den Basketball. Mhm. Passt sogar auch orange, sehe ich gerade, ja. Also denn. Okay, dann machen wir hier auf den Nachttisch noch ein paar Bücher. Nehmen wir auch so einen simplen da, ne? Da gibt es doch auch diesen, ja. Das ist gut. Ja, das ist gut. Sportstatistiken oder was? Ist egal, welche Farbe eigentlich. Nimm mal das. Sehr schön. So eine Ecke da, das finde ich toll. Die Ecke reingeschmissen hier. Deko. Da nehmen wir noch das Badkörbchen. Geht das da unten rein? Ich hätte das gerne da unten drin. Komm. Enttäusch mich nicht. Ja, es ist okay. It's not okay. Oberflächen, das rote Regal. Es gibt sogar schon Fanarts jetzt im Kino. Ah, so geil, ihr seid echt die Besten hier, muss man echt sagen. So. Da. Sein Baddingens zum Mitnehmen ins Bad. Ja, machen wir es so. Ja, Tauchausrüstung, klar, natürlich hier. Passt leider nicht mehr rein. So, wir haben noch so einen Pokal. Dann packen wir den doch hier übers Bett. Ja, ein bisschen höher, damit er da sich nicht, wenn er drauf sitzt oder was hinten sich nur anlehnen kann. Machen wir noch sogar noch ein bisschen, noch mal ein bisschen höher. Und den können wir auch, dann machen wir vielleicht hier. Sieht aus wie so ein Oscar. Nee, ich finde den ganz gut, aber ich hätte gern so einen anderen noch genommen, den vergrößert, aber dann vergrößert sich auch der Sockel unten. Hätte ich eher den irgendwo hier rein. Ja, das geht nicht. Na, dass man die irgendwie umtauscht, dachte ich, aber tauschen wir es trotzdem um. Weil der halt ein bisschen kleiner ist und dann eher mit dem Bild auch hier harmoniert, wobei das hier wieder zu eng wird. Oh no. Oh no, das geht leider nicht. Ah, müssen wir den doch wieder zurück. Schade. Schade. Was haben wir denn noch für Deko? Irgendwas Cooles, irgendwas Dekomäßiges. Erschwingliche, jedoch esoterische Mahlzeit. Das finde ich cool, dass das so ein paar... Ja, die Sportler haben oft so ihre eigene Ernährung. Vielleicht hat er da dann noch so seine, was weiß ich, was für Dosen, was er da frisst. so ein bisschen, das sieht eher aus wie so Junkfood, aber ich würde es jetzt mal nehmen. Das kann man nicht umfärben, ne? Schade. Was muss denn noch ein Sportlerzimmer rein? Sportlerzimmer. Ich dachte gerade so ein Deo oder irgendwas, aber ich müsste gerne so ein Notizbuch nehmen. Das finde ich immer ganz toll, wenn man das irgendwie so noch auf den Boden schmeißt. Ich hoffe, man kommt da noch ans Regal rein. Oder wer macht das so? Ja, es geht nicht so gut bei der Bettwäsche. Also wenn man einmal was unter das Bett legen, dann hat man gerade das Bett, was hier ausnahmsweise mal
Naja, gut, okay. Kleiner. Kleiner und dann aufs Regal. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Machen wir das mal so. So. Bin ich gut? Bin ich gut. Ja, wieso nicht? Hat man halt da oben hingeschmissen, das ist aufgeklappt. So ein bisschen Deo-Dinger da. Da Deo für Männer, das ist doch gut hier auch. Kann er sich ein bisschen voll sprühen, wenn er wieder stinkt hier wegen dem. Oh, ich hab wieder nett hier. Oh, dreh dich mal richtig rum, Mensch. Ja, mit Punkt und Komma geht's denn. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich sehr gut, wirklich. Finde ich gut. Ja, die muss man gleich sehen, wenn man reinläuft. Sonst hätte ich die Pokale dahin und das Grams hier dahin. Ich finde es gut. Wir können noch ein bisschen gucken nach Vorhängen. Das ist auch wieder so eine Schwierigkeit. So, so ein bisschen was. Was ist das wieder für... Hüpft da wieder so blöd rum. Ich würde die aber weiß machen in dem Fall. Ja, der hat sich die einfachen bestellt. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Also ein bisschen da. Ah, drehen wir den so, weil der da in der Ecke da dann anstößt. Unten links hier. So finde ich das gut. Da kann er da Sit-Ups machen. Da kann er hier boxen. Jetzt haben wir noch die eine Wand hier frei. Da können wir noch was Schönes spiegeln, oder? Die gucken sich gerne im Spiegel an. So mit den Muskeln und Muggis. Und so, das ist doch so klischeehaft hier wieder, ja. Ich weiß. Da gibt's den da. Und ich glaube, den gibt's sogar. Der ist auch noch ein bisschen jugendlicher. Ja, gibt's auch in Orange. Perfekt. Ja, ist ein bisschen klein, das Ding. Das stimmt. Aber es ist so ein Wandspiegel, oder? Kann man den nicht hoch? Aber kann man den so hoch? Ohne, dass es blöd aussieht? Oder neigt er sich? Wenn's ich da jetzt... Nee, der klebt schon an der Wand. Ich dachte, der ist so ein bisschen geneigt, aber nee. Also gut, dann machen wir den an die Wand. Perfekt, darf er nur nicht dagegen schlagen. Oder wir machen den dahin. Das ist natürlich ein, ja, das ist ein bisschen blöd, sich. Das steht man zu nah davor, ne? Machen den dahin. Ja, hier wäre auch ein Spiegel gut, ja. Klamotten und so wäre noch gut, aber das ist wieder so ein bisschen rar. Wir haben ja hier einen großen Schrank. Können wir mal gucken, ob wir den farblich nochmal... Ach, was, den gibt es sogar auch in Orange und sogar in diese Farbe da. Da würde ich mal sogar sagen, die hier, ne? Bisschen bräunlicher. Ja, also heute läuft es hier zum Glück hier mal wieder mit den Farben, die man endlich mal hat. So ein paar Risse können wir auch noch machen. Vielleicht hat er da mal ein bisschen gekotzt. Nee, also ein bisschen gekämpft oder irgendwie, ist, wenn er sich bewegt, dann... Hat er mal gegen die Wand geschlagen. Es wird aber wieder komisch, Mensch, Daniel. Könnte auch so sein, einfach ein Riss. Muss nicht jetzt von ihm. Das ist natürlich auch witzig. Das ist natürlich besser sogar noch, oder? Das ist natürlich noch besser. Dann machen wir das dahin und den Riss hier. Dann hat er vielleicht ein bisschen zu sehr dagegen geschlagen. Aber das finde ich witzig, das Ding. Es ist so ein bisschen perspektivisch auch sehr, sehr gezerrt. Da würde ich das Rote sogar nehmen. Boah. Das ist irgendwie witzig, wenn man das so anguckt. Das sieht so komisch aus. Voll verschickt hier. Ja, also. Und sogar ein Fußball, den man sogar benutzen kann. Das ist doch cool. Komm, wir machen sogar nochmal einen. Oder gibt es auch noch in anderen Farben hier? In Gold und in Orange gibt es nicht. Dann nehmen wir den roten von den Foxberries. Hier, Foxberries. Machen wir dahin. Sehr geil. Das ist doch mal ein Sportlerzimmer. Da kann er Sit-Ups machen, da kann er boxen, da hat er seine Pokale. Bisschen Hausaufgaben, Sportsachen. Finde ich ganz geil. Wir müssen noch die Lampen etwas austauschen. Ich mache die ein bisschen kleiner auch. Damit sie hier nicht so die Deckenhöhe. Und ich würde die dann auch dann hier orange machen. Wenn schon, denn schon. Mhm. Ja, jetzt ist es gut.
Jetzt ist es gut ausgeleuchtet. Sehr schön. Sehr schön. Sollen wir die nicht doch irgendwie so rumlegen? Ich weiß nicht, finde ich irgendwie besser. Dann hat man da auch vor dem Schrank so irgendwie ein bisschen was, ne? Finde ich so ganz gut. Ich kann jetzt überlegen, ob ich den hier nicht darüber mache, neben den Schrank. Und das dann hierhin macht. Das ist, glaube ich, besser, ne? Ja. Und in der alten Wand fällt der Riss auch nicht so sehr auf, aber man sieht ihn trotzdem. Und da ist dieses coole Poster da mit den Sportschuhen, keine Ahnung. Dann hat man den Spiegel neben dem Schrank. Ja, das ist besser. Es ist besser hier. Und da hat man auch noch, haben wir den Zoo rum sogar. Hat man da sogar auch noch warme Füßchen da, wenn man sich umzieht. Sehr gut. Gut, okay. Haben fertig. Macht mit beim Community-Projekt. Schreibt weiterhin, wie ihr das findet. Es fehlt noch das Künstlerzimmer, das Badezimmer. Wir müssen ein bisschen im Flur noch was machen. Wir haben ja oben auch noch unsere Terrasse. Da könnte man noch ein bisschen was werkeln, wobei die eigentlich auch schon ganz gut vorangeschritten ist. Und natürlich hier auch noch so ein bisschen, wenn euch da noch was einfällt. Ich glaube, viele Folgen gibt es nicht mehr, ne? Hier machen wir auch noch ein bisschen Kleinkrams rein. Über den Kamin, was könnte da passen? Ja, ja, schreibt mir mal. Vielen lieben Dank euch. Ich freue mich auf eure Sims. Natürlich wird es ein Showcase-Video geben. Ihr habt wie immer mindestens eine Woche Zeit dafür. Und ja, dann gucken wir uns das an. Vielen lieben Dank. Bis dann. Macht's gut. Daumen hoch nicht vergessen. Danke. Ciao.